Guten Morgen, Friedrichshafen. Ja, wir sind aufgestanden, haben gefrühstückt und jetzt, wo wir gestärkt sind, werden wir diesen Axor präsentieren. Und Detlef steht neben mir. Er hat ihn gebaut, zusammen mit 4Wheel24 und natürlich Tobias ist hier. Grüß dich, Tobias. Servus, guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Detlef. Guten Morgen, Sven. Ja, das war ganz schön viel Arbeit. Heute Morgen war ein kleiner Defekt. Du hast ein Kabel nicht richtig aufgelegt. Ja, das Ruderkabel war nicht richtig aufgelegt. Irgendwo habe ich da entweder die Masse oder Plus nicht richtig angelegt und war alles ein bisschen eng. Also. Ja, da ging dann kein Netflix mehr. Genau, so ist es ja. Ja, hier auf der Messe ist kein Thema. Wir haben ja gutes WLAN, aber für unterwegs. Wo ist das Fahrgestell her, lieber Tobias? Das Fahrgestell ist ein Axor von der Bundeswehr gewesen. Also das heißt Modelljahr 2008, Detlef, ja. Ne? Korrigiere mich. Ist noch ein Euro 4 Fahrzeug. Also ganz genau von der Typenbezeichnung ein 1829. Da gab es beim deutschen Militär einige. Vorteil an solchen Fahrzeugen sind halt im Vergleich zum ganz normalen zivilen LKW, er hat die wunderschöne Dachluke oben noch, ne, die wirklich Luft einbringt, und er ist im militärischen Standard halt mit Komponenten aus der Zeit bestückt, die ihn resistent machen. Das heißt unter anderem auch, ist er nicht unbedingt abhängig vom AdBlue. Er hat zwar AdBlue, aber er funktioniert auch ohne AdBlue. Er hat Parabelnfedern rundherum, alle Sperren. Also das heißt, das Fahrwerk ist auch in der optimalsten Ausführung, wie man es bestellen kann, gebaut. Wir haben den komplett, der war mal so militärisch grün, und wir haben ihn komplett, in dieses neue, wunderschöne Schiefergrün. Das ist ein bisschen unaufgeräumt. Ja, ist halt im Messe, laufenden, ne? Einsatz. Ja. Ne? Wir haben ihn Schiefer gegrünt. Ne? Das bedeutet, das ist RAL 160-60-10. Detlef, korrigiert. Nochmal bitte 100. 160-60-10, die Farbe. Ne? Man sieht, wir haben uns auch richtig Mühe gegeben, selbst das Dach das Grüne ist. Also alles, was irgendwann mal militärisch grün war, ist jetzt Schiefergrün. Ne? Und haben den, wie du siehst, hier unsere wunderschönen breiten 4Wheel24-Sitze verpasst mit den Großausliegern oben. Die gehen nur in die modernen Führerhäuser. Für die alten Fahrerhäuser brauchen wir etwas schmalere Ausführungen. Ne? Mit dreifach Lordose, mit Sitzheizung, mit hoch, runter, vor. Also richtig cool gemachtes Ding. Also es ist im Grunde genommen ein hochmodernes Fahrzeug, wie es auch momentan beim Neuen ist. Da gibt es gar nicht mehr so viele Differenzen und Unterschiede. Ne? Der Zeppelin, der fliegt wieder. Der Wahnsinn, das passiert hier die ganze Zeit und deswegen muss das ab und zu mal zeigen. Es ist ein Naturschauspiel, ja, Mann gemacht, oder? Hier schon, ja, absolut. So, Axor, den gibt es nur mit Allrad, oder Axor? Ja. So, was ist das Schöne am Axor, der ist leicht? Leicht ist er nicht gerade, nee, aber für mich war eigentlich so, oder für uns war in der Phase, wo wir uns am Fahrgestell orientiert haben, auch entscheidend, dass wir ein bisschen Komfort haben, weil wir kommen aus einem großen Reisemobil und wir haben gedacht, also so ein bisschen so Klimaanlage, Tempomaten zu Geschichten, das wollen wir eigentlich schon haben. Großreisemobil heißt was? Das war ein Phoenix auf ein Eurocargo, 7,49 Tonnen. Ein Franke? Ja, richtig, ein Franke aus Aschbach. So, da hat jetzt ein bisschen mehr. Das heißt, du hast den LKW-Führerschein dann nachgemacht? Ja, wir haben beide uns nochmal in die Fahrschule begeben mit Ende 50 und ja, uns mit den kleinen Rotznasen, Entschuldigung, auf die Schulbank nochmal gesetzt. Und war aber eine tolle Sache, muss ich sagen, und viel gelernt. Und wir haben immer ein bisschen dumm angeschaut worden, so, guck mal, die müssen nochmal einen Führerschein machen. Ne? So. Die Rentner. Ja, na, das war so immer so, in der Theorie war das immer so das Thema. Na, haben die vielleicht Lernen hier denn, oder so. Ne? Ist das Lernen für dich ein Problem? Nee, das war eigentlich kein Problem. Ja. Ja, aber es kommen halt so viele Neuigkeiten auf dich zu, dann nach ein paar Jahren, wenn du mal 40 Jahre Auto fährst, dann fängst du auch irgendwann zu schlampern, ne? Mit auch beim Fahren selber, ne? da kommst du gar nicht mehr so richtig auf die Sachen drauf, was du früher mal gelernt hast, eben was weiß ich, dass du eben die Spuren nicht überfährst und so weiter. So, wir legen mal los, Abfahrtskontrolle, was ist zu machen? Ja, jetzt nicht, danke. So geil. Ist so eine Sache, ich meine, man lernt ja auch vieles, was sinnvoll ist, oder? Ja, bei der Abfahrtskontrolle. Ich finde auch immer, das wird mir oft bestätigt, dass ein gutes Partnerschaftskonzept ist, mal wieder. Ne? Irgendwo ja, so gemeinsam ja, irgendwie ja, an einem ja, Ding was zu machen. Und haben viele Leute gesagt, das fanden die ganz cool, zusammen mal wieder so ein bisschen back to the roots, Schulbank drücken und gemeinsam irgendwo etwas fertig zu bringen mit der Qualifikation. Ja, wir haben den komplett unten in MB Nova Grau, 7350, wenn jemand den RAL-Farbcode möchte, das ist eine Original-Mercedes-Chassisfarbe, haben wir ihn
erneuert, ne? Weil er hatte so natürlich über 12, 13 Jahre haben die schon ihre ersten Korrosionserscheinungen. Haben uns da auch, finde ich, Mühe gegeben, den hübsch zu machen, weil viele, die hier auf der Messe gesehen haben, gedacht, es wäre neuer, ne? Ja. Vom Status her. Und haben ihm einen neuartigen, aus unserem Bereich neuartigen Zwischenrahmen verpasst, also einen federgelagerten Rahmen, der aber komplett schwimmend ist. Das heißt, der sitzt nicht einseitig festgestellt, sondern der wird in jeder dieser Konsole festgestellt und kann sich da in der bewegen. Und in der Bewegung über der Diagonale kann er sich im fertig gebauten Zustand, da sind wir noch nicht ganz fertig, da kommen noch Plastikleitbleche hin, kann er sich ungefähr 100-110 mm abheben, aber in der Diagonale. Also das heißt, er hat 220 mm, 22 cm Weg. Und Frage, du machst das selber, das Lackieren? Ich muss mich jetzt outen. Tatsächlich ab und zu sogar lackieren tue ich ganz gern. Ne? Also so zweimal im Jahr mache ich es selber. Ne? Ansonsten haben wir Lackierer. Wir machen es selber. Ja? Wir selber, haben, das wir war haben, die Frage. Wir haben zwei Lackierkabinen im Betrieb und der ist lackiert mit einem... mit einer sehr glatt gezogenen Laderaumbeschichtung aus dem Hause Novol. Das Material nennt sich Cobra. Also ist im Prinzip ein Pendant zum Raptor, den jeder so in der Szene ein bisschen kennt. Ne? Und der wird ein bisschen, wenn du den kannst du ein bisschen glatter ziehen. Ne? Also das heißt, wir kriegen dadurch so eine leicht matte Struktur und die Oberfläche ist viel stabiler. Und so haben wir das ganze Auto gemacht mit dem Material. Du hast so ganz leichte Einschlüsse, das ist okay, oder? Ja, das kommt vom Lack. Ne? Der Lack hat dann festere Teile, die ab und zu mal, wir lackieren das in einem Airless-Verfahren, also mit einer Pumpe. Und da sind auch ab und zu mal so PU-Bröckchen drin. Das gehört aber zum Erscheinungsbild. Wenn der ganz neu ist, sieht man es, wenn er das erste Mal in Kroatien durchs Gebüsch bewegt wurde, siehst du es nicht mehr. Ne? Weil auch die kriegen leichte Streifen, das Material, aber keine Kratzer. Das geht nur in Kroatien oder auch in Slowenien? Das geht auch in Slowenien, ja. Aber in der Türkei, habe ich gehört, geht es auch. Geht's auch. Das ist, Detlef, komm mal her, du musst mal ein bisschen was erzählen. Was soll das jetzt hier mit dem Ding? Was hast du vor? Müssen wir mal wieder ein Projekt haben, ne? Also, ach so. Du fährst damit oder stellst du nur einen Garten? Ja, nee, einen Garten stellen, mal ab und zu noch einen Betrieb irgendwo über den Acker fahren. Nee, Quatsch. Also wir haben schon vor, sobald wie möglich mal ein bisschen längere Reisen anzutreten. Wir stehen leider beide noch im Berufsleben. Was machst du? Wir haben einen Rebveredelungsbetrieb. Wir beschäftigen uns mit Produktion von Rebenpflanzgut. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Es gibt ja eine ganz schlimme Seuche, eine Rebenseuche, die immer mehr grassiert. Die welche meinst du? Ganz viele. Also ja, die. Wir haben viele Krankheiten, wir haben viele Feinde bei uns. Die sich übertragen von einem zum anderen. Also die ganz übel. Reblaus meinst du jetzt, oder? Ja, nicht nur Reblaus, gibt noch was anderes. Nö, ich komme jetzt nicht drauf, da stehe ich im Schlauch, was du meinst. Was ist denn Weintrinker? Nee. Gemeinen Traubenweintrinker. Nee, es gibt irgend so eine Fäule, die irgendwie... Botrytis, ja. Botrytis, ja. Das ist der größte Feind insgesamt im Weinbau, schlechthin. Ja, ich habe mal so diverse Sachen gemacht. Sag mal, die Reben sind ja meistens steinalt, die müssen aber, die gehen ab und zu mal kaputt. Und dann, das ist schlecht, ja. Wenn die steinalt sind, ne? Dann verdienen wir kein Geld. Ja. Also, leider erhält so eine Rebe, also die kann schon mal 100, 120, 150 Jahre alt werden. Es gibt wirklich uralte Stöcke, gerade in Franken bei uns zu Hause. Und aber der Umbruch ist ja leider das, was wir wollen. Wir wollen ja möglichst, dass die Winzer in 30 Jahren mal irgendwo spätestens mal wieder eine neue Sorte anlegen. Sonst können wir auch nichts verkaufen. Ja, die Firmenarbeiten über dein Fahrzeug werden noch ungefähr 3 Stunden dauern. Genau. Da hinten sitzt nämlich deine Frau, die will nämlich wieder rein. Du hast auch Strom an Bord? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Sag mal. Ja, das ist ein ganz interessantes Konzept. Wir haben also so ausgelegt, dass wir das Fahrzeug gasfrei machen, also rein nur mit Strom als Energieträger. Wir haben oben rund 1800 WP Solar auf dem Dach. Sag mal, du hast 2 Multiplus reingemacht. Das sind 2 Multiplus, das sind 2 Laderegler, wenn du von oben runter schaust, die 150, 60 sind es, ne? Ja, genau. Dann gehen wir auf die beiden Multiplus mit jeweils 3 kW. Brauchen wir, wenn wir beispielsweise mal die Induktionsplatte volle Kanne nutzen, da gehen wir schon mal 4 kW weg. Die können sowieso schon alleine schon, ich glaube im Peak fast 5, oder? Ja, können sie ja. Wenn ja. sie kalt sind. Ja. Das Wichtige ist immer, die laufen jetzt im Master-Slave-Betrieb, denke ich. Ne? Also das heißt, das Schöne an so einer Konstruktion, da bin ich auch momentan Fan davon, ist einfach, dass du auch immer eine Redundanz hast. Wenn einer mal stirbt aus irgendwelchen Gründen, noch einen Solarladeregler, hast du noch die Hälfte der Leistung vorhanden. Ach, du merkst es gar nicht. Du merkst es dann schon, aber es geht zumindest noch was. Die Lichter gehen nicht aus. Ne? So, da unten ist noch ein kleiner Inverter. Was kann der? Ein kleiner Inverter, der ist schon auf den nächsten Schritt geplant oder beziehungsweise gebaut.
Wir bekommen eine Shea Mikro Wasserheizung. Nein. Ja, du kriegst eine Shea? Welche denn? Liegt schon lange zu Hause. Die rote oder die? Ja, die rote, ja. Die Mikro MH10. Die 10 kW. Mhm, genau. Ja. Das ist eine geile Heizung, muss man sagen, läuft aber nur auf 230 Volt. Ja, deswegen. Und deswegen hast du diesen kleinen süßen. Den kleinen Inverter unten drin. Ist da die Blindleistung gering bei dem? Der hat 8 Watt oder sowas, braucht der Blindleistung. Das war eigentlich der Grund, warum wir den mit eingebaut haben. Ja. Victron ist eh gut. Das heißt, man kriegt es weltweit? Oder? Super. Ist klasse. Ich meine, vor allen Dingen, was Support betrifft. Wir hatten jetzt beim Anschluss ein kleines Problem in der Werkstatt noch. Und Mitarbeiter von Tobi hat angerufen. Innerhalb von einer halben Stunde war das Problem gelöst. Und was halt wirklich auch toll ist, du kannst die ganzen Videos abrufen bei denen, die ganzen Tutorials. Und das. Hast du selber eingebaut? Ja. Echt? Ja, ich habe einen Freund, der hat mir schön verkabelt. Also, aber die Konzeption habe ich alles selber gemacht. Und wir haben es dann zusammen eingebaut. Hast du Lero-Schaltpläne, Kabelleisten oder Rinnen? Nö, das habe ich nicht. Also Schaltpläne habe ich jetzt keine gemacht. Das kann ich mal, wenn ich mal in der Winternacht unterwegs bin. Das machst du eh nie mehr. Keine Ahnung. Schaltplan ist im Kopf. Ja, genau. Was ist das für ein Material? Alu oder Edelstahl? Das ist Alu, ja. Das ist Alu. Aluminium-Warzenblech. Ne? Das ist jetzt noch relativ schnell vor der Messe gewachsen, auch mit vermindertem Personal, weil der Detlef hat die Boxen selber gebaut hier. Detlef, was kannst du denn? Nein. Die habe ich nicht selber bauen lassen. Also selber bauen lassen. Und wir mussten die Schrägen ein bisschen zueinander konfigurieren, weil im normalen Fall haben wir die ein bisschen breiter gestellt. Und da haben wir den noch angepasst. Das war so, ja, wir sind ja noch nicht auch komplett bei 100%. Wir brauchen da noch eine halbe Woche an dem Auto. Deswegen ist auch das Podest noch nicht verzinkt. Da ist noch nicht das richtige Holz drin. Jetzt mal eine Frage. Was hast du jetzt gemacht? Also du hast die Kabine gebaut, das Fahrgestell? Wir haben das Fahrgestell erstmal befreit von den militärischen Komponenten zum Großteil. Wir haben, glaube ich, auch einen anderen Luftfilter verpasst, weil original hatten die Fahrzeuge hinten eine große Filteranlage mit einem Ersatzrad hinterm Fahrerhaus. Wir haben das Chassis aufbereitet, wir haben den Zwischenrahmen entwickelt und gebaut. Die Kabine ist von uns. Ja, wir haben die ganzen Einbauarbeiten von Fenstertüren, Klappen und die Lackierungen gemacht. Wir haben was auf? Ja, das lassen wir verzinken. Das wird einmal die Woche bei uns oder zweimal die Woche geholt und wieder gebracht. Ja. Wir verzinken das halt alles tauchbar, also richtig wie das Geländer. Der Zustand ist schon krass neu, oder? Ja, also ich war selber sehr erstaunt, weil der Detlef kann es bestätigen. Der hatte schon so ein paar korrosive Stellen. Wir haben das alles aufgearbeitet, haben die händisch, also nicht sandgestrahlt, geschliffen, konserviert, nochmal vorgestrichen. Wichtig ist immer bei rostigen Stellen, dass man die Rostschutz-, Korrosionsschutzmaterialien und Farben einarbeitet. Ne? Also das heißt, nicht nur lackiert, sondern vorher mit dem Pinsel einarbeitet, damit die Haltbarkeit, also die Versiegelung sehr, sehr gut ist. Ne? Der wird wieder die eine oder andere Stelle kriegen, ist normal. Aber wie beim neuen auch, wenn du den neuen 2 Jahre fährst und beim Winter fährst, haben die auch schon die ersten rostigen Stellen. Ja. Aber das Material selber war noch dick genug? Oder? Ja, da ist ja, das ist ja jetzt, wie viele Kilometer hat er gehabt, Detlef? Ich glaube 50.000 oder 80.000, das ist also nicht viel gewesen. Ne? Ist das hier vom Weinfass? Oder? Ja, genau. Ja. Genau, das ist sozusagen die Alkohol-Fernbetankung. Ne? Erzähl mal, er hat jetzt AdBlue, AdBlue ist angeschlossen. Ja, AdBlue ist angeschlossen, funktioniert auch. Ja. Und der ist aber nicht wieder in die zivile Phase zurückprogrammiert worden. Das heißt, die militärischen und Einsatzfahrzeuge, die haben so Notfallschaltungen, die brauchen das nicht unbedingt. Der schalte ich dann zwar immer an, er hat kein AdBlue, aber er nimmt ja die Leistung nicht weg. Das ist davor. AdBlue tanken, wenn möglich. Ja, genau. Ja, ist wirklich wahr. Also Stranden, wir haben das probiert, das funktioniert. Ne? Ja. Und ist jetzt AdBlue drin? Ja. Jetzt ist drin, ja. Okay, ja. Weil es ist ja so, wohl dem, der mal AdBlue gekauft hat vor kurzem in großen Gebinden, weil 2000 Liter gab es damals für 300 Euro, heute unbezahlbar, oder? 1,35 Euro zurzeit an der Tanke AdBlue, also wackelst du im Kopf, das ist wirklich, geht nicht. Tanken, wenn möglich. Tanken, ja, wir haben uns, nachdem wir dann ein 500 Liter Fass noch drunter gemacht haben, haben wir gesagt, so einen Monat reisen wir, einen Monat tanken wir. Ist ja 500 Liter, das war nicht Serie, oder? Nein, Serie war, glaube ich, 300. 300, ne? Ist der Tank selber gebaut? Oder? Nee, der Tank ist, wir nutzen die Tanks. Die Tanks müssen ja eine Druckprüfung haben. Ja. Also das heißt, da gibt es Leute und Betriebe, die machen das jeden Tag. Und ich bin immer der Meinung, man soll es denen überlassen. Und es gibt ein sehr großzügiges Sortiment und man wird da eigentlich, kann jeder glücklich werden. Ne? Aber was ist das hier für ein...
Das ist die für eine Nuss. Pumpe für die Hydraulik, genau. Da kannst du das Fahrrad auskippen hydraulisch. Hm? Okay, das geht. Ja. Das Schöne ist ja, es geht immer noch. Also du hast ja viele Aufbauten, die gerade so Alkoven drüber haben, wo du dann nicht mehr kippen kannst. Genau. Was ein Riesenproblem ist, wo du erst die Kabine ablassen musst und so weiter. Ihr baut keine Alkoven, ne? Da rein. Also wir bauen auf solche Autos keine Alkoven. Das ist auch da durch die Höhe bestimmt. Ne? Guck mal, wir sind jetzt schon bei guten 3,70 Meter. Wo soll denn der Alkoven noch drüber? Ne? Ein bisschen mehr, drei. Ja. Macht gar keinen Sinn, oder? Ja. Gut, meine Frage war auch dumm. Ja, das muss ich sagen. Aber es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur vielleicht dumme Antworten. So, ich zeig's mal. 290 PS. Ja. Das holt er aus wie viel Hubraum? 6,5 Liter, ja. Mhm. So, also ein Baby-Benz. Genau. Mhm. Da nebenan steht ein richtig geiler 1428 AF, den haben wir auch gefilmt, da gibt es ein Video zu. Das ist das krasse Gegenteil, oder, an Hubraum? Der hat 14,6 Liter Hubraum. Also im Prinzip ist es so, das ist eine V8-Maschine, unaufgeladen. Die moderneren Autos haben ja alle Turbolader drauf. Ne? Und das kann man so ganz nicht vergleichen. Also vom Fahrer. Der säuft eigentlich? Ich finde, also... Ich glaube, die geben sich nicht viel, oder? Viel geben die sich gar nicht. Also tatsächlich ist es so, dass wir die Autos fahren können zwischen 26 und 29 Liter Kraftstoff. Ne? Und ich denke, hier sind wir auch bei 24. Auf welche Strecke? Ja, auf 100 Kilometer. 100 Kilometer. Ne? Okay. Und wenn du jetzt ins Gelände fährst, bist du mal gefahren damit? Ich bin mit einem nackten Fahrgestell, ja. Bin ich tatsächlich im Gelände gewesen, ja. Aber jetzt, was denkst du, was nimmt da im Moment? Ja, im Augenblick denke ich auch so 25, 27 Liter wieder nehmen. Die Fahrweise ist egal dann? Oder du kannst 80, 90, 100? Ja, also im Augenblick jetzt sind wir Autobahn gefahren, die ganze Stück, also total unspezifisch eigentlich fürs Auto. Aber ist das so, dass du den Motor beim Tanken ausmachen musst, damit er voll wird? Komm, wir gehen mal rein. Danke. Was cool ist hier dieser Schwerlastauszug, das ist zeitgleich auch die Eintrittsstufe. So ist es, ja. Das heißt, man kann... Eben, wie gesagt, kommt noch das Finish, ne? Da muss noch ein bisschen verzinkt werden, aber... Da soll es rein, da kommt eine Treppe dran, noch eine... Das haben wir jetzt so, dass wir so mal eben mal schnell noch fertig gemacht für die Messe, damit wir das Auto mitnehmen können. Ne? Jetzt mal, das hier ist jetzt ein Co-Projekt, das heißt, ihr arbeitet ja daran mit, so kann man sagen? Oder? Ja, wir machen solche Projekte recht häufig und am Schluss spitzt sich immer ein bisschen zu, da darf ich ganz bestätigen, ne? Er hätte ganz gerne noch ein bisschen geschraubt, dann lade ich auch die Leute gerne mal bei uns in die Werkstatt ein, dass sie da noch mitarbeiten können, was jetzt auch positiv war, weil wir halt wirklich ein Repertoire an Mitarbeitern haben, die in vielen Details fachkundig sind. Ne? Wie gab es ein bisschen Probleme, glaube ich, mit der Multiplo. Das noch auf die Reihe zu kriegen. Da haben wir jemanden, der echt ein Elektronik-Spezialist ist und auch die Ruhe vom Herrn persönlich, der kriegt das alles geregelt. Und diese Projekte sind für uns auch ganz cool. Warum? Weil wir auch aus so einem Projekt wie seinem sehe ich Dinge, die ich gar nicht selbst so durchdenken konnte, weil man ja immer starr in dem ist, was man tut. Ne? Wenn man einmal was erfunden hat, dupliziert man das ganz gerne. Und er hat ein paar Lösungen drin, auch seine, die Positionierung seiner Panels, die ich cool fand, so habe ich das noch nie selber gemacht und auch noch nie so direkt irgendwo in einem Expeditionsmobil gesehen, in anderen Fahrzeugen vielleicht mal eher. Und, Panels? Welche Panels? Ja, das müsste also seine Steuerungs. Ach, die Panels, Knöpfchen, danke. Na, ne? So, ja. Ich gehe mal rein, ich trete mal schön die Füße ab. Das ist noch ein bisschen Baustelle hier rechts, da sind wir noch nicht ganz fertig. Das soll noch ein bisschen schöner werden auf jeden Fall. Also unser Haus muss schöner werden. Aber Tobias, komm mal rein, mach mal die Tür zu in dem Licht, dass wir mal sehen. Weil sonst wird es so hart mit dem, die Sonne scheint nämlich gerade rein. Die Türen ist ein ganz wesentliches Element, die baut ihr selber? Die Türen haben wir mit selber auf den Weg gebracht. Die baut ein Partnerunternehmen von uns und die gibt es auch, wie du siehst, hier mit einer kleinen Scheibe drin. Ist ja goldig. Ja, ist Aluminium, ist eine Mehrpunktverriegelung, ist eigentlich sehr, wenn du es, guck mal, hör mal. Sehr solide, ne? Bitte mal feste zu machen. Sehr solide, ne? Die Scheibe ist jetzt ein bisschen in dem Rahmen, die muss man noch ein bisschen nachstellen. Aber ist sehr solide. Die ist aus der Fraktion, hier kommst du nicht rein. Ziemlich, also da tust du dir schon schwer. Du kommst überall rein, wenn du reinkommen willst. Ne? Aber mit der Flex dann, oder? Ja, da musst du schon die Flex nehmen. Und die große auch, weil die Türplatte ist 70 mm fast. Okay, das heißt, ist es einfacher, hier ein Loch zu machen, in die Kabine? Ich denke, die einfachste Stelle ist immer die Dachluke, wenn du eine hast. Die kannst du natürlich schon mit Gewalt aus den Angeln reißen. Also die Fenster von KCT hier sind sehr solide. Also ich würde sagen, das sind mit die größten Einbruchsverhinderer von den Doppelbeschlägen her. Da tust du dir echt schwer. Ja, und ansonsten, wenn jemand aufs Dach steigt, eine Kettensäge nimmt, hat er natürlich ein Loch drin. Voraussetzung ist halt, kommt ohne die Solaranlage, weil es ist auf dem Auto natürlich so, dass so viel Fläche gar nicht mehr auf dem Dach vorhanden ist. Ne? Du hast, wie viel hast du so? Ja, rund 1700, 1800 zwischendrin. 1,7 kW. 1,8 knapp, ja. 1,8 kW. Und jetzt im Moment, was bringt die? Oder bist du am Strom? Ich kann nachschauen, ich kann direkt gucken.
Oder ist die Batterie voll? Verkaufen. Jetzt im Augenblick ist sie bei 700 Watt. Ja, aber sie hat ja die volle Akkus, ne? Die fährt jetzt runter. Ja, das ist ein bisschen runter. Also hier ist eigentlich immer alles voll, denke ich, ne? Bei dem Wetter. Da kann er machen, was er will. Kann den Ofen die ganze Zeit laufen lassen. Dann siehst du, dass die mal über auf 1,5 vielleicht geht, aber die Akkus sind immer voll. So, ich zeig mal gerade. Du hast hinten Längs- oder Querschläfer. Ja, das ist ein bisschen speziell gemacht. Wir haben Längs- und Querschläferbett. Ja. Wir haben es ein bisschen was einfallen lassen dazu. In der Regel wollten wir eigentlich querschlafen. Da haben wir gesagt, naja, die Option ist da. Und ich habe dann zufällig bei Tobi im Ausbau ein Pärchen getroffen. Die hatten so mehr oder weniger Schubladen drin, ja, ne, zum Rausziehen, wo sie dann Polster drauflegen. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht. Wir haben hier einfach zwei Konsolen verbaut aus dem Möbelbau. Und die kannst du, genau, und du kannst also hier. Ich zeig das mal. Ich kann das also hier von der Seite aus relativ einfach bedienen. Der Detlef, ich habe gedacht, der wäre Winzer. Der ist aber eigentlich, bist du Tüftler. Ja, schon, oder? Ich bin handwerklich vielleicht nicht hundertprozentig, mache viele Sachen verkehrt, habe aber gute Freunde, die mir dann sagen: Nee, komm, lass mich mal, ich mache dir das richtig schön, ne? Ich mache dir das mal hübsch. Und hier muss ich sagen. Ist das eine Beinverlängerung? Oder? Ja, darum dreht sich so. Wir haben heute Nacht zum Beispiel das erste Mal hier längs geschlafen und einwandfrei, geht super. Das ist so, die Kopffreiheit ist ja hier eingeschränkt, weil eine Garage drunter ist. Ja, ich habe es schon gemerkt. Ja. Hast du ist das weich oben? Hast du es ein bisschen gepolstert? Ja, der Kopf ist weich, relativ. Kopf ist weich. Ja, ich habe lustig an der ganzen Geschichte ist ja die, dass ich dann irgendwann meine Planung gemacht habe. Und die Planung hat eigentlich vorgesehen, dass ich rund 5 oder 6 cm mehr Kopfhöhe hier drin habe. Mhm. Aber dann kamen die Kabinen, da waren die Klappen drin, ne? Und dann sehe ich, oh Scheiße, die Kabine haben ja auch, die Klappen auch noch Rahmen oben dran, ne? Und die haben mir dann gleich wieder ein bisschen Kopffreiheit gekostet. Jetzt, das heißt, Möbelbau ist von dir, oder? Ja. Konzeption hundertprozentig von der Möbelbau mir, Ausführung von mir als helfende Hand und von, danke Gabor, muss ich mal an der Stelle sagen, von einem wichtigen Helfer, der, nein, das ist privat gewesen. Okay, ich frage nur wegen den Farben. Ihr würdet die Ausführung ein bisschen anders machen von den Möbeln? Ja, man entwickelt halt seinen Standard, ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass ich solche Sachen auch gut finde. Also ich finde, das hat jetzt was, das ist es auch schön, je mehr sich jemand 1000 verschiedene Sachen anguckt und beeinflussen lässt, desto mehr verliert er oft etwas seine Eigenständigkeit. Ja. Und hier gibt es eine hohe Eigenständigkeit. Ja. Ich finde es ganz gut. Mir gefällt also was jetzt so von der Technik, weil viele sagen immer, schön wäre es, wenn du auch dein Schaltersystem irgendwo vom Bett bedienen könntest oder von hinten. Das ist eine ganz clevere Idee, das in die Ecke mitzusetzen. Das ist immer so ein bisschen toter Eckraum. Ja, ich weiß nicht, hast du das irgendwie das irgendwo gesehen? Ich kenne es ja vom alten Fahrzeug her, da war es über der Tür. Ja. Und wenn du halt irgendwas gemacht hast, hast du jetzt mal über die Tür gehen müssen, gucken müssen. Und wenn ich hier am Abend sitze, möchte ich wissen, was habe ich noch Wasser drin, was ist meine Batterie, wie geht die? Oder muss ich mal irgendwo hier die Heizung bedienen zum Beispiel? Das Bedienelement ist ja schon eingebaut. Die Pumpe ist zum Ablassen, die Toilettenpumpe. Wir haben tatsächlich eine Zahaka-Toilette drin, also eine Tecma. Ja. Die Pumpe, was du da jetzt gesehen hast, ist eine Wasserpumpe. Okay. Die werde ich allerdings noch tauschen, muss ich sagen, weil die ist mal ein bisschen zu laut. Zu laut? Okay. Mhm. Geht mal gerade zur Seite bitte, dann kann ich mal einen Blick auf deine Bulltop-Küche werfen. Ja. Dass wir die mal sehen, denn du hast gesagt, du möchtest gasfrei sein. Ja. Und dieselfrei, das heißt, du willst in Zukunft nur noch mit Elektrik fahren. Genau. Das ist die Zukunft, ne? Ja, ja. Deswegen hat Tobias auch ein ausfaltbares Solarpanel in der Größe von 300 Quadratmetern entwickelt. Genau. Ja, und wir haben eine Anhängerkupplung, da können wir dann die Batterien mitziehen. Also er fährt mit Diesel, du heizt mit Diesel dann Diesel, über die Share. Die kommt wann? Die liegt zu Hause. Das war nur noch die Frage, dass die Kabine drauf kommt, die Staubox montiert ist, dass ich einbauen kann. Sag mal, der Share-Typ, hast du ihn kennengelernt, den Chef? Nee. Ich habe nur telefonisch Kontakt gehabt. Ich habe ein Video gemacht und das kommt jetzt nächste Woche. Ja. Und der erklärt die selber die Heizung. Der ist total crazy. Ihr beide würdet euch gut verstehen. Ja. Ich fahre mal vorbei. Ich wollte es auch selber abholen tatsächlich, aber es hat nicht geklappt wegen Corona damals. Das Krasse ist bei Share, weißt du, dass die Gegenwind kriegen, habe ich ein bisschen das Gefühl. Viele reden schlecht über Share und haben nie eine eingebaut. Die Leute, die also aus dem Profibereich, zum Beispiel Vario hat ja oft Share drin und so weiter, die sagen, sie wollen gar nichts mehr anderes haben. Mhm. Weil die einfach Blaubrenner, also du hast null Verrußung bei der Anlage. Ja. Und ich denke auch, das ist der Punkt. Viele sagen, ja, da brauchst du da ganz spezielle Sachen, aber das sind ja eigentlich Sachen, die normal jeder Heizungsmonteur richten kann. Das ist eigentlich eine Zentralheizung, oder? Ja, ganz genau.
So. Ja, das sagen viele. Das ist in der Branche allgemein so, das wirst du schon festgestellt haben. Was denn? Bei uns sagen ja auch Leute, die ich nicht kenne, irgendwelche komischen Sachen. Und ich kenne die meistens gar nicht. Vielleicht mal kurz zu deinem Werdegang. Du bist ja kein Winzer, sondern du hast tatsächlich, ich glaube, Fahrzeugbau studiert? Nee, ich habe Maschinenbau studiert. Ich habe Maschinenbau, aber tatsächlich in die Richtung. Ich habe eine Fachrichtung Energie- und Wärmetechnik. Also es war so Heizungsbau betonter Maschinenbau. Und macht man da vorher eine Ausbildung irgendwie in Schlosser oder so? Nee, ich hab eigentlich vorher Fachabitur gemacht. Also in einem technischen Zweig, da hatte ich mal so ein halbes Jahr Ausbildung. Ein bisschen. Aber Pfeilen oder so hast du nie gemacht? Doch, habe ich gemacht. Ich habe sogar diesen schönen LKW-Rundstahlpfeil, ne? Da baut man immer so in der wie das erste Lehrjahr in der Metallverarbeitung. Nee, weil du bei den Rahmen immer so tust, das hättest du voll die Ahnung, wenn du das beschreibst. Ja, na gut, es ist ja ein Rahmenbau, ist ja auch ein Teil eines Maschinenbaus. Ne? Also du hast für jede Maschine brauchst du einen Rahmen. Und hier ist es so... Wo kommt das Fachwissen her? Also da bei dem Rahmenbau zum Beispiel. Das Fachwissen habe ich mir autodidaktisch über die letzten 15 Jahre angeeignet. Ne? Und aber auch im eigenen Betrieb, dass ein Fahrzeug teilweise fährst? Oder? Genau, ich habe im eigenen Betrieb und ich habe seit 15 Jahren schon die ersten Fahrzeugbauer mit im Betrieb, also das heißt Fachpersonal aus dem Rahmen, Karosseriebaumeister, Fahrzeugbaumeister, und da gibt es natürlich viel Input. Es gibt aber auch, man muss da gar nichts neu erfinden, es gibt viel Lektüre, es gibt Aufbaurichtlinien, wo alles sehr, sehr genau beschrieben wird, und danach sollte man auch arbeiten und danach sollte man sich auch halten. Der Kühlschrank ist selbst gebaut? Ja, genau. Ist ja viele, die nehmen ja einen normalen Kühlschrank, machen den Kompressor, rüsteln ihn um. Ist das so einer? Nee, das ist ein Kissmann, ein kleiner Kissmann. Denn Kissmann, die wichtigen Sachen. Nicht ganz günstig, aber die sind speziell dafür gebaut. Das heißt, die dürfen auch rütteln, oder? Ja, genau. Ja, es war für mich auch so eine Win-Win-Situation, weil ein Bekannter von mir einen neuen Phoenix bekommen hat und der hat umgerüstet auf eine Isotherm. Und sagte, was machst du mit deinem Kühlschrank? Sagte, ja, brauche ich nicht. Dann sage ich, komm, was willst du? Was hat er gesagt? Der braucht den Kissmann nicht mehr. Nee, der hat umgerüstet. Den hätte ich doch eben diesen Schubladen. Den hätte ich irgendwie ins Wochenendehaus gestellt oder so. Ja. Der ist super leise. Der ist absolut super leise, muss man wirklich sagen. Also der brummt fast gar nicht. Und du hast sogar Eier. Ich guck mal. Verschiedene Beine, ne? Man muss sagen, die Rebschule Steinmann ist ja über die Grenzen hinaus bekannt, muss man sagen. Ihr seid schon eine Koryphäe im Bereich Reben. Bekannt sind wir auf jeden Fall. Ja, okay. Wir haben das ganze Spektrum mal abgedeckt. Und, ja. Das Coole ist, dass du kaum arbeiten musstest als Selbstständiger, oder? Ja. Naja, wir haben das Glück, dass wir eben einfach nur den Pflanzgut Betrieb haben und nicht wie viele andere Kollegen auch noch einen Weinbaubetrieb. Denn der macht ja jetzt Arbeit. Harter Job, ja. Du musst die jetzt Pflanzen schneiden. Sein, ne? Ja. Ist bei uns eben cool im Sommer. Gott. Ist er froh, dass er das nicht fand? Ist die Aufzucht dann biodynamisch? Nein, das geht leider nicht in dem Fall bei uns. Nein, okay. Das ist nicht möglich. Warum nicht? Botrytis. Das ist der große Feind da. Wir müssen desinfektieren, weil sonst hast du immer Probleme irgendwo mit Krankheiten in dem Bereich. Aber hier das Schränkchen, du hast das so... Das ist nochmal so speziell, eben einfach, wo wir gesagt haben, da schaut es ein bisschen aus. Wie gesagt, wir sind vorgestern los, haben schnell eingeräumt. Ich finde den Ausbau, ganz ehrlich, phänomenal. Wie lange habt ihr dann gebaut insgesamt? Am Fahrzeug, das ging so in zwei Schritten. Erst die Kabine hat der Detlef dann, die haben wir eben gebracht zum Innenausbau. Das machen wir oft ganz gerne auf einem flachen Anhänger. Kann man auch leichter reinsteigen, hat sich bewährt. Ne? Ja. Und dann parallel, ein bisschen später, kam das Fahrzeug. Am Fahrzeug selber, ich würde mal sagen, sechs Wochen, ne? So ungefähr. Da darf ich mal das Klo um? Ja, natürlich, macht ihr sogar die Tür. Ich mach dir mal Licht, oder? Das ist ein bisschen schlampig. Was ist das für ein Material hier? Ist das so ein. Das ist eine Baustelle, ne? Ein D-Bond oder was ist die Tür? Das ist eine D-Bond-Platte. Das ist auch was. Auch den ganzen Einbau hier des Bades hat der Detlef selber realisiert. Boah, ist gut gemacht. Es hat ein bisschen meine Maße, das Ganze. Ja, also, wenn du mal reingehst, bitte? Ja. Also, du bist ein Meter? Ich bin 1,75 Meter. Ja. Und passt gerade, ne? Also das ist der Punkt. Du kannst es rausnehmen. Aber das nehme ich raus dann, ja. Okay, verstehe. Aber für mich war es einfach der Punkt, dass wir sagen, hier, Durchstieg, ja, nutzen wir einfach mit der Dusche. Ich habe dieselbe Zahnbürste, das ist witzig. Gut, ja, die Philips ist schon gut. Steht schon da, wir probieren jetzt alles aus, passt es dahin und dann wird wahrscheinlich heute sogar noch montiert. Und da fehlen noch die Möbelpflaster überall und so Geschichten, ne? Hier ist ein Fenster, ist ein Spiegel. Ja, Spiegel, cool. Ja, klar. Möchte mich auch sehen beim Zähneputzen. Sehr schön.
Ja, das ist jetzt, Tecma ist interessant, durch die Pandemie wurden immer mehr Tecmas verbaut, weil die anderen nicht liefern konnten. Ja. Ist das die, ist Mittel der Wahl gewesen, Tecma? Ja, weil wir schon jahrelang eben durch den Phoenix, also schon seit 5-6 Jahren hier unsere Erfahrungen gemacht haben mit der Tecma und wir wissen, wie das System funktioniert, dass es funktioniert. Und eine orientalische Dusche hast du gewonnen. Ja, die habe ich auch eingebaut, ja. Weil, ja gut, ich bin gerne auf dem Rad unterwegs und da gibt es natürlich schon immer so Punkte, die sauber sein sollten dann. Welche? Nee, ist gut. Ja. Da vorne. Also ist ziemlich cool, du hast einen Vorhang, das finde ich auch sehr pragmatisch, weil den kannst du irgendwie für 2 Euro bei Ikea nachkaufen, wenn er mal kaputt ist oder irgendwas. Der klappert nicht. Ja, es geht nicht anders im Augenblick. Also das Dusche ist auch noch nicht so weit. Also wir sind mit dem Wasserwings so weit gekommen, dass die Waschbecken, Toilette und Spüle safe ist. Ja. Und das machen wir dann zusammen mit dem Warmwasser. Was ich krass finde, ist, du hast ja hier schon eine massive Tür zum Fahrerhaus. Ja. Wenn da aber jetzt einer reinkommt, dann hat er nochmal eine richtig massive Tür, die das Ganze nochmal gegenüber dem Wohnraum abschirmt, oder? Ja gut, die ist aber nicht abschließbar, das ist der Nachteil. Ne? Mach mal auf, bitte. Ja. Was ist das für ein Schloss drauf? Das ist auch das gleiche wie draußen. So, es ist natürlich auf der Seite, hat es nichts. Und da kannst du dann richtig reingucken. Ist er laut eigentlich, das Fahrzeug? Wir haben uns schon mal ein Polster geschnitten, das muss noch ordentlich bezogen werden. Klemmen wir da rein, wunderbar, ein Traum. So, der hat Klima? Der hat Klimaanlage, ja. Klimaanlage, Sperren, 3 Stück sehe ich. Ja, 3 Sperren, alle Sperren. Hat ein Doppel-H, also ein 8-Gang Doppel-H-Getriebe mit noch einem Crawler-Gang, also nochmal eine schärfere Übersetzung. Also... Ich werde das Potenzial des Fahrzeugs nicht ausnutzen können, glaube ich. Was ich schön finde, der Durchgang ist auch schön groß. Also du hast ja viele Durchgänge, wo du so Probleme hast. Ja. Das ist aus der Praxis. Mach mal zu, bitte. Soll gerade mal sehen, was ich auch schön finde. Du hast hier eine Armatur, die Share, du hast eine Druckwasserpumpe mit drin. Das ist alles wie zu Hause. Tankvolumen? Tankvolumen Frischwasser, 500 Liter. 500. Mhm. Grauwasser habe ich 2. Ich habe einmal hier einen separaten für die Dusche mit... 80 Liter, 180 Grauwasser haben wir unter der Spüle gebaut. Und 180? Und wir haben hier nochmal so rund 170, 180 Ach, du hast weiter Schwarzwasser. Schwarzwasser, okay. Das verstanden. So. Ich weiß, alle schwören auf die Trenntoilette, Trockentrenntoilette. Ja, aber Schwarzwasser ist ja noch hygienischer. Ja, wir haben Du kannst die Gülle einfach ablassen. Hast du so einen Schalter, dass du während der Fahrt auf der Bundesstraße ablassen kannst? Ja, das mache ich dann doch nicht. Nee. Es gibt aber Kollegen, die haben das. Also ein Elektroschalter, Elektroventil oben drauf. Hat aber auch andere Gründe. Also ich habe es schon ein paar Mal überlegt zu machen. Mit Kamera, wenn du irgendwo entsorgst. Ja, habe ich jetzt zum Beispiel an meinem anderen Fahrzeug habe ich eine Kamera dran, dann kann ich genau peilen, wo ist mein Einlass. Und wo ist der Gulli hier nix? Aber es ist so, da wird ja viel Schindluder getrieben, aber du hast keine Chemie drin. Also zumindest so, wir reden dann über Gülle, über menschliche Gülle, ist zwar nicht schön. Hast du vielleicht Amovit drin, das ist also ein Mittel auf Eisensulfatbasis. Ja. Das ist grüne Zeug, oder? Da kannst du aber auf den Acker kippen. Ne? Ja. Also die Bauern entsorgen ihre Klärgrube ja auch dort. Also das ist gut. So, dann hast du ein Spülbecken verwendet von Blancos, steht drauf. Das ist so tief, dass auch ein Pizzateller kannst du waschen. Ja, da geht alles eigentlich. Sehr schön. Schöne Eichenplatte. Also richtig massive Eiche, ne? Hier. Echt? Ja, klar. Hier. Nee, das ist alles massive Eiche. Also. Ehrlich? Ja. Ja gut, es wird auch zu viel Arbeit machen, das alles so. Das ist alles schön, hat mir eben Gabor gemacht. Danke, Gabor. Wir müssen nochmal loben. Alles picobello, eingefräst. So, du darfst mal ein kleines Kurzlob machen für die Firma Phoenix. Ja, ich meine, du hast jetzt keine Phoenix mehr, aber die bauen halt gute Autos. Die bauen von außen nach innen. Ja, das und das ist eines der wenigen Konzepte in dem Bereich. Die meisten bauen ja erst die Möbel und dann Außenhaut. So ist es eigentlich das, was wir hier machen, ne? Diesen Selbstausbau. Genau dasselbe machen die auch. Hast du gutes Geld bekommen für dann? Er steht noch. Also, willst du ihn verkaufen? Ja, er wird verkauft. Weiß. So 280.000 Euro, denke ich, sollte er schon bringen. Ja. Das ist ein Fahrerhaus, ein Teilintegrierter. Nein, das ist ein Alkoven. Alkoven, okay. Mit Rundsitzgruppe, Hecksitzgruppe, also wunderschönes Auto. Gut, also wer den haben möchte, meldet euch beim Detlef. So, Panasonic, das ist ein Grillkombi, oder? Ja, das ist ein Dreifachkombi. Das ist Dampfgarer, Mikrowelle und Backofen. Das gibt's? Ja. Dampfgarer, Mikrowelle und Backofen. Ja. Das stinkt ja schon nach, ich gehe kaputt. Ja, also wir haben bisher immer gesagt, nee, also Backofen brauchst du nicht. Mach auf, Brötchen. Bitte. Brötchen kannst du auch hier auf der Herdplatte aufbacken in der Pfanne mal schnell. Also das ist quasi ein Konvektomat mit drin. Ja, genau, so in der Art. Ne?
Nur das Thema, warum wir es reingemacht haben, ist ganz einfach. Wenn du mehrere Monate unterwegs bist und wir haben dann mal irgendwann, haben wir es mal schon mal geschafft, 5 Wochen in Italien zu reisen und irgendwann geht dir das Weißmehl so auf die Nüsse, dass du sagst, oh Mann, jetzt ein schönes Vollkornbrot oder sowas. Ne? Und wir backen tatsächlich dann so ein Brot, ein Sauerteigbrot. Den Sauerteig nehmen wir dann mit und können da hier alle 2 Wochen mal Brot backen. Ihr seid schon lange zusammen, deine Frau und du? Ja, wir halten schon eine ganz schöne Weile aus zusammen. Wir sind, muss ich rechnen, 28 Jahre verheiratet, glaube ich schon. Ja, oder so. Und wenn man so unterwegs ist, ist ja nochmal eine andere Qualität, oder? Wenn du, ja, ja. Wenn du auf engstem Raum... Wächst du zusammen, ja. Das ja. ist ganz so. Luch, ja, ja. Ja, viele trennen sich ja dann. Ja, aber das, wie gesagt, wir machen es schon 10 Jahre, dass wir im Reisemobil unterwegs sind. Und, stehst du auch schon mal auf Stellplätzen? Ja, logisch, muss ich. Also mit dem Phoenix gerade mal speziell. Ja, jetzt mit dem hier? Mit dem hier. Ich kratze mich nicht, mache ich gerne. Warum nicht? Wenn ich irgendwo hin will, dann geht es ja darum, finde ich da einen schönen Platz. Und wenn da ein schöner Stellplatz ist, mir ist auch egal. Der wirkt ja, das Fahrhaus wirkt ja wie neu. Und ja, wer sich nicht auskennt, denkt, der wäre neu. Ja. Hast du nicht ein Problem, weil das wirkt ja schon ein bisschen prollig. Oder wenn du da mit so einem Luxusmobil da für 500.000... Das wird sich schon noch zeigen. Also ich denke, aber es ist auch eine Frage, wie du mit den Leuten umgehst. Also wir aussteigen, haben ja, nett Hallo sagen. Genau, das ist eigentlich das Erste. Einmal drumherum. Und die Erfahrung, ich bin auch schon auf Stellplätzen gewesen, da kamen die Leute mit dem Phoenix oder zum Phoenix. Brauchen Sie das denn? Ja, also, habe ich gesagt, ja, Phoenix. Ja. Das hatte ich nur mit Morello immer, ja, also das Problem. Ja, ja. Aber ich meine, das sind tolle Autos, ein tolles Hobby, muss man sagen. Auch die, ich sag mal, Concorde, Morello, Phoenix, Leute, das ist eine eigene Liga. Ja. Die fahren ja, weil ihr wart auch in Spanien öfter mal? Nee, Spanien ist nicht so unseres gewesen bis jetzt. Eigentlich, nein, wir sind eigentlich mehr so Italien, sehr italophil, Frankreich. Wegen dem Wein so ein bisschen? Ist ja, Wein eine Passion? Das zieht immer schon, ja. Okay. Also das erste lange Ziel für das Auto sollte eigentlich auch Georgien werden. Georgien, ist das eine gute Weinregion? Ja, Georgien ist die Heimat des Weinbaus eigentlich, ne? Sagt mal. Krass. Ja. So, das ist absenkbar, das heißt, du kannst dir noch ein Bett bauen, oder? Ich könnte theoretisch noch ein Bett bauen, ja. Du kannst aber auch die Füße einfach drauflegen, wenn du abends im Fernsehen guckst. Das geht eben auch durch den Grundriss, das war eben dieser Kompromiss, dass wir gesagt, wir wollen trotzdem ein großes Bett, wir wollen aber auch eine Sitzgruppe, wo du einigermaßen dich rumlümmeln kannst. Ne? Einigermaßen? Und es hat 1,30 Meter Schenkellänge. Ja. Und ich denke, das geht gerade so. Kannst mit angewinkelten Beinen oder auch sitzend, auch mit ausgestreckten Beinen, kannst du da schön sitzen. Ich habe keinen Hund, oder? Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben einen Stoffhund, den haben wir immer dabei als Alibi. So, wir müssen weiter. Habe ich irgendwas nicht gesehen? Was ist dahinter, hinter dem? Da ist mein Schrank, mein Kleiderschrank. Mach mal auf. Ja, kannst du auch mal. Den hängende, eingepfeffert, ne? Also, aber hängende Kleider sind ganz wichtig, weil da kannst du auch mal hier einen Fahrradhelm, da kannst du auch mal einen Rucksack reinmachen. So, oder? Schlamper, genau. Ja. Da kommt mal alles, was mal schnell weg muss, wie jetzt gerade eben. Ne? Hast du einen Fußballverein, den du magst? Ach ja, kennst du, ne? Ja. Was ist das für einer? Karlsruhe SC. Karlsruhe SC. Ja, ja, klar, logisch. Ist das die erste Bundesliga? Leider nur zweite, aber ja, wird man auch mal wieder werden. Ne? Gründungsmitglied der Bundesliga und ich bin da aufgewachsen in der Gegend, komme nicht los von, habe es mehrfach versucht. Und haben die einen Schlachthof? Ja, Allee Karlsruher SC zum Beispiel. Ja. Ultras gibt es auch? Ja, gibt es auch, ja. Sehr schön. So, dann habe ich keine Fragen mehr. Dann mache ich noch ein bisschen Werbung für dich. Wir waren ein Werbesender. Genau. Kaufen Sie Ihre neue Rebe bitte bei Rebschule. Warte, ich lese mal ab. Steinmann. Oder gleich einen ganzen Betrieb. Achso, du willst ihn veräußern? Ja, wir denken so langsam nach. Weil Wir haben ja unseren Betrieb. Ja, danke. Du nächstes Jahr 60. Also. Bis du 70 bist. Hast du keinen Bock? Nein, wollen wir nicht. Gibt es da einen Markt für Rebschulen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir arbeiten an einer guten Lösung, denke ich. Ihr seid wo? Österwinkel? Sommerhausen. Bei Würzburg. Bei Würzburg. Mhm. Cool. Komm, wir gehen mal raus. Viel gelernt heute. Ist der gut, der blaue Silvaner? Ja. Weißt du was? Schenke ich dir spontan. Echt? Ja. Bitte schön. Mit Bringsel. Gibt's nur. Den musst du aber jetzt mitnehmen, weil ich habe beide Hände voll. Ja, mach ich gern. Mach das mal. Okay. Ich bin ganz beeindruckt. Ist vom Bruder meiner Frau. So. Also, kaufen Sie Ihre gebrauchte Rebe bei. Die ist ja schon gebraucht, die lebt ja schon. So, ich guck mal gerade da unten drin. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Wenn ich jetzt so eine Rebe habe, ich lasse ja meinen wilden Wein einfach wild wachsen. Der wächst da wie Bolle. Muss man den schneiden eigentlich? Musst du schneiden. Schon. Ja, weil irgendwann verholzt er so weit, dass du keine grünen Triebe mehr hast. Der soll ja wieder grüne Triebe, neue Triebe entwickeln. Sehr schön. So, vielen Dank. Du bist Tobias. Von 4Wheel24, richtig. Genau. Nachname? Teichmann. Tobias Teichmann, ja. Das ganze 4Wheel24, ihr seid wo genau? Genau, in Hasloch am Main, bei Wertheim. Wertheim Village ist vielleicht manchen Leuten an der A3 ein Begriff. Und
Da sind wir 10 Kilometer davon entfernt. So, das Ganze unter 4W24. Wenn auch Sie Lust haben, egal welches Projekt, das spielt auch gar keine Rolle, ja, ob das ein großer, kleiner, mittlerer und so weiter ist. Du kannst, diese Kabinen haben kein Standardmaß. Also er hat ja jetzt umgebaut auf sein Maß. Das kannst du genau angeben. Genau, jedes Maß ist dann genauso, wie es geplant ist. Also nichts ist standardisiert. So, jetzt zeigen wir gerade hier vorne Box. Die Box, die drauf ist, for sale, der ist, glaube ich, schon verkauft jetzt, oder? Also wir haben relativ, ich würde mal sagen, aus dem Gefühl heraus ist er das, ne? Aber so auf dem Papier ist es noch nicht gerade im Moment. Okay, so werden wir es machen. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Wir sind in Friedrichshafen, die Adventure Southside, 2022, 30. Juli 2022. Tschüss. Tschüss.